Ist Hatte das ich dir so immer schon von ein. erzählt, dass ich ein Sternkunde-Buch habe? Tatsächlich Ja. nicht, aber ist das so ein Nein. Fakt von interessant, aber nicht hilfreich, oder ist das ein Fakt von hilfreich? Das ist ein Fakt von hilfreich, hilfreich, hilfreich. Worauf können wir es Was anwenden? Kannst denn? nun erinnert ihr euch an den Steinkreis Unterromeles? Genau, wo wir gesagt haben, das lassen wir in Ruhe und fassen mit einem 3-Meter-Stab nicht wieder an. Nein, da lassen die niemanden ran. Das war unsere gemeinsame. Das ist Beutel, doch, jetzt was kommt ich. zum Punkt. Also, was ich meine ist, dass Sterne ja durchaus einen gewissen. Ihr sagt doch immer Sternenkraft, nicht wahr? Ich verstehe zwar nicht wieso, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dadurch eine gewisse, nun, eine Verknüpfung mit dem Magischen, dem Astralen, besteht und dass dieser Kreis ebenso wie der, der in Romulus war, das Interesse und Begehrlichkeiten von einigen, ich würde mal sagen, unerwünschenswerten Kräften weckt. Wie nützt uns das in dieser Situation? Nun, da er offensichtlich, obwohl dieses Gebiet überrannt zu sein scheint von jenen unerwünschenswerten Kräften, doch nicht von jenen unerwünschenswerten Kräften Beschlag genommen worden ist, gehe ich davon aus, dass er nicht nur uns, sondern auch euch schützt. Und schaut euch einmal an, seht ihr dieses wunderbar grüne Blatt hier? Ja, ein hervorragendes Grün. Ich bin mir sicher, Ja, der Meister Gorbas grün. wäre sehr beeindruckt. Grün. Ah, Grün. oh, Dax, ich weiß, was Die Farben Herrin sind. Pereine? Oh, ihr habt recht. Wir Ihr sind seht unsere Farbe. Ja. Farbe sich Ha! zurück. Das ist ja wunderbar. Tatsächlich gut. Wenig hilfreich, aber schöner Steinkreis, Boltax. Sogar sehr hilfreich, es schützt. Ja, wir können ja heute Nacht schlafen, aber das hilft jetzt nicht dabei, den Fluss zu überqueren, oder nicht? Oh, um den Fluss geht es euch. Ja, wie wir weiterkommen, war meine Sorge. Ach, da ergibt sich sicherlich etwas. Das wird ja sehr Hier, Boltax, entspannt. schau mal. Ich habe das mal jetzt abgezeichnet und ich glaube, ich kann daraus ein wenig zumindest ein Muster erkennen. Oh, zeig mal. Hier, schau, der Drache steht mit dem Raben. Das ist die Sternbilder. Das Malermal und ganz im Quadratur. Beziehungsweise, wenn das Malermal vor dem Kaiser steht, schau, dann auch in Quadratur Drache, Rabe, Kaiser, Gans. Drache, Rabe, Kaiser, Ga ja, stimmt. Auf diese beiden hatte ich überhaupt nicht geachtet. Hier, vielleicht helfen dir die Aufzeichnungen ein wenig. Oh ja, das ist sicherlich hilfreich. Zu schade, dass es nicht das Sternbild Brücke gibt. Davon habe ich noch nie gehört. Das wäre aber sehr praktisch. Nun, wenn ihr dieses Sternbild herabrufen könntet, dann wäre das in der Tat sehr praktisch. Konzentrieren wir uns auf die Sachen, die wir haben. Also, der Rabe, er könnte für die Rabenmund stehen. Der Drache, selbstverständlich der Drache natürlich. Oder der Rabe steht für euren toten Gott. Geboren, auch möglich. Das Der wäre Rabe, Drache und dann, wie ging's weiter? ganz. Rabe, Kaiser, ganz. Kaiser Gans. Naja, für wen der Kaiser steht, das wissen wir ja wohl alle. Beziehungsweise für welche Familie, ja. Genau. Oder es meint den Kaiser Drachen. Selbstverständlich für den Hochkönig Albrax. Nein, der Kaiserstern ist seit jeher mit dem Adel assoziiert. Natürlich, das war auch nur ein kleiner Scherz, den ich mir jetzt einmal gegönnt habe, um die Situation aufzulockern. Ich weiß das doch. Ja, Boltax, es war auch eher an Rafim gerichtet. Nun ja, die Gut. Gans, selbstverständlich die Herrin Travia. Nun, Romulus und die umgebenden dapathischen Gebiete. Gibt es nicht ein Adelsgeschlecht, das mit der Gans in Verbindung gebracht wird? Bestimmt ganz viele Adelsgeschlechter, die das Ganze, die Gans irgendwie als Symbol Ja, oder. aber besonders hier in Dapatien. Helft mir auf die Sprünge, Isarun. Ach, wie ist sie gleich Die nochmal? Raben uns, auch wenn sie nicht nach Gans klingen. Bregelsom? Nun, diese werden eher mit der Herrin Pereine in Verbindung gebracht. Oh, dann habe ich mich getäuscht.
Okay, Rabe könnte also Boron sein. Drache ist der Drache. Gans ist die Herrin Pyreine und Kaiser. Nein, Travia. Travia, entschuldigt dich, diese ganze Farbenblindheit macht mich schon verrückt hier. Kaiser, ja. Was machen wir jetzt damit? Nun, man kann aus bestimmten Anordnungen der Sterne ein wenig in die Zukunft blicken. Und das kann hier jemand? In die Zukunft zu blicken, ist genau wie in die Vergangenheit zu sehen, ein wenig harmonisches Unterfangen. Ihr solltet euch lassen, bevor sie nach euch die Krallen ausschlägt. Bei mir hast du nicht auch Sternkunde? Ja. Der Runas hat? Wie meint ihr, in die Vergangenheit zu blicken, ist nicht sehr harmonisch? Das, was ich sagte. Dinge, die vergangen sind, sind vergangen. Ihr könnt euch daran erinnern, aber ihr solltet nicht danach trachten, sie zu sehen. Nun, warum soll man das nicht sehen? Das verstehe ich nun überhaupt nicht. Das hat doch nichts mit einem gegensätzlichen Harmonieverständnis zu tun. Das hat überhaupt nichts mit Harmonie zu tun. Es stört das Werden und Vergehen, wenn ihr Dinge, die in der Vergangenheit waren, nicht dort lassen wollt. Man sieht, was vergangen ist. Es gab früher viele, die sich solcher Art von Taubara bedienen wollten. Um die Vergangenheit zu sehen oder manche auch sie zu ändern. Und niemandem von ihnen ist es gut ergangen. Dass man die Vergangenheit nicht ändern kann, das ist ja wohl klar, aber es ist schon wichtig, hin und wieder zurückzublicken, sonst könnte man ja gar nicht lernen. Nein, das, worauf ihr zurückblicken wollt, ist eure Empfindung der Vergangenheit, eure Erinnerung. Nein. Nicht die Vergangenheit, wie sie wirklich war. Das ist einfach falsch. Auf die Vergangenheit, wie sie wirklich war, zurückzublicken, hilft uns in der Gegenwart, eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung treffen zu können. Denn ohne die Vergangenheit, was wäre die Gegenwart? Ja, ich muss mich hier einmal dazwischen mischen. Wenn ihr euch über die philosophischen Gegebenheiten von Vergangenheit und Gegenwart unterhalten wollt, dann könnt ihr das vielleicht einmal am Lagerfeuer tun. Aber wo wir schon hier sind, wer erinnert sich daran, wofür diese Sternbilder stehen? Drache, Gans, Held, Kaiserstern natürlich. Wie schon erwähnt, Adel, Kaiser, Politik und natürlich das Mittelreich. Gut, hier ist es nicht besonders verwunderlich, wofür er stehen sollte. Was ist mit dem anderen? Abelmir, woran erinnert ihr euch? Der Rabe steht für Boron. Vielleicht Selindian? Der Rabe steht für den Tod, Erstarren, den Sinn. Richtig. Sie stehen immer stellvertretend. Die Göttersymbole nur für bestimmte Personen, vermute ich. Wartet mal. So weit würde ich nicht gehen. Selindian kommt in doch. In diesem Zusammenhang. Kommt doch mit den Almadanern, oder? Exakt. Ja, also ist er gewissermaßen Almadaner oder König der Almadaner oder Herr der Almadaner? Nun ja, er ist König von Almada. Das bedeutet natürlich nicht, dass er gebürtiger Almadaner ist. Nein, das meinte ich auch nicht. Aber in dem Fall wäre nicht das Madamal mit ihm zu assoziieren, weil nun Almada... Ja, das ist ja geradezu süß, aber ich glaube nicht. Dürfte ich einen Einwand bringen? Vielleicht meine Überlegung wirklich, dass diese Götterzeichen nur jetzt erstmal stellvertretend für bestimmte Personen in unserem Umfeld stehen. Dann könnte der Rabe für Selindian als Vertreter... Wer ist denn die Gans bei uns? Nun ja, die Gans steht natürlich für Travia, eine sehr weit verbreitete Glaubensrichtung hier in Darpathien. Und vielleicht die Gans für das Herrscherhaus von Darpathien, die Rabenmunds. Ja, Ukurian von Rabenmund war ja sehr Travia-gefällig, als wir ihn kennengelernt haben, nicht wahr? Ja. Ukurian doch eher Preihausgefällig, aber egal. Da steht der Drache für den schwarzen Drachen. Der Kaiser. Wie sagt ihr, der Kaiser steht nicht in Konjunktion mit. Mit dem Held. Der Held, der natürlich für das Heldentum oder auch Opfermut steht. Konjunktion bedeutet doch, der Stern ist verborgen hinter anderen Sternen, richtig? Vielleicht ist der Kaiser noch verborgen. Hinter dem Madamal. Dann ist der Kaiser noch nicht entdeckt oder verborgen oder. Wenn der Kaiser im Geheimnis liegt. Die einzigen, die wir sehen können, der Gans, der Drache, der Rabe.
Ja, der Rabe steht mit dem Raben, der die Macht steht mit dem Tod. Wir sehen also die Raben uns als Gans, der Drache als schwarze Drache. Wen sehen wir noch? Den Helden sehen wir. Das könnten wir sein. Wir sehen Drache, Rabe, Kaiser, Gans. Und das hoffe ich doch. Also sollen wir den Kaiserstern hinter Marder mal finden. Hinterm Geheimnis finden, aufdecken. Also sagen uns, interpretieren natürlich nur, uns ist aufgetragen, als Helden, den verborgenen Kaiser zu finden, vor der Gans und vor dem Drachen. Vielleicht sollten wir uns auch von Gans und Rabe als Personifizierungen lösen, sondern eher als Konzepte begreifen. Nämlich die Konflikte, die in dieser Region ausgetragen werden. Zwischen den Erzdämonen und unseren göttlichen... Nun, das wäre durchaus denkbar. Aber kommen wir nochmal zu meiner Marder-Theorie zurück. Wäre es dann nicht genauso sinnvoll zu sagen, wir als Helden müssen den Kaiser finden, der sich hinter dem Marder-Mal, also hinter dem proklamierten Kaiser Selindia am Hals, verbirgt? Ich denke nicht, dass das irgendwas mit Selindia in der Hals zu finden hat. Das Marder-Mal steht für Geheimnis, Seltsamkeit und Beeinflussung. Das könnte schon darauf hinweisen, dass die Politik des Mittelreiches derzeit beeinflusst wird. Gut, wird sie ja von Alara. Nun ja, das würde darauf hindeuten. Es kann natürlich auch andere Quellen der Beeinflussung geben. Wir wissen von dieser einen in Garrett. Wir dürfen auch nicht vergessen, was der Nekromant uns gesagt hatte in der Festung. Dass der Drache versucht, die Utas fortzuöffnen. Uta ist dort dieses Sternbild. Steht für Ziel, Erlösung und Antwort. Ich denke nicht, dass es ein Zufall ist, dass wir mehrere Sternbilder hintereinander finden. Was war denn nochmal auf dem letzten alles drauf? Weil ich erinnere mich null. Herrje, Herr Boltax, könnt ihr das erklären? Ich bin da irgendwie durch diese Schrift oder was auch immer das darstellen sollte, nicht wirklich hintergestiegen. Nun, also beim letzten Bild haben wir die Utas-Pforte gesehen. Ihr wisst ja, was die Utas-Pforte ist, nicht, oder? Natürlich. Gut, dann brauche ich darauf ja nicht weiter einzugehen. Ihr wisst auch, wer Uta ist? Immer noch nicht, nein. Ist das einer von euren Göttern? Nein. Es ist eher... Also, ich würde gerne mal auf Götterkulte werfen, ob ich weiß, wer Uta genau ist. Ja, hast nur +7. Alles klar. Nun, man sagt sich, er wäre dem Goldboron zugeordnet und er sei so etwas wie derjenige, der das Totenreich bewacht, mehr oder weniger der Torwächter. Deshalb auch Utas Pforte. Er steht am Einlass in dieses Totenreich und lässt jene nicht ein, die zu früh ins Totenreich eindringen wollen, deren Zeit mehr oder weniger noch nicht gekommen ist. Außerdem, so sagt man, sei er der Vollstrecker Borons und würde todbringende Pfeile auf diejenigen herabregnen lassen, die in Borons Ungnade gefallen sind. Ein Pfeil von ihm sei absolut tödlich. Nun, angeblich war er auch das Kind der ersten Menschen. Aber keine Ahnung. Das ist für mich als Zwerg jetzt... Also glaubt ihr, dass das mit diesem Sternbild Dings hier in Verbindung steht oder warnt uns das einfach nur, dass irgendwas mit Utas Pforte geschehen soll? Ich gehe davon aus, dass die Sternbilder bzw. die Kreise oder Abbildungen, die die Trolle uns hinterlassen haben, auf nun verschiedene Ereignisse hingedeutet haben, denn es ist sehr wohl harmonisch, seinen Blick auch in die Zukunft schweifen zu lassen. Und nun lassen wir unseren Blick in die Vergangenheit schweifen und versuchen zu ergründen, warum. Ich gehe davon aus, dass nun diese Kreise von besonderen Ereignissen künden, die da noch kommen.
oder schon gewesen sind. Alles aus der Perspektive der Trolle natürlich, die diese errichtet haben. Gut, aber wenn ich das mal zusammenfassen darf, so direkt hilft das jetzt nicht. Das ist mehr so ein Theorie- und Besprechungsding, wo man ein bisschen drüber berät und am Ende ist man nicht so wirklich viel schlauer. Es sind Hinweise, die von uns gedeutet werden müssen. Genau. Ja, aber wir haben doch bemerkt, dass es gibt ganz viele Auslegungen, die alle möglich sind, oder nicht? Richtig. Das macht es umso schwieriger. Aber so ist das mit Hinweisen halt hin und wieder. Ich könnte jetzt natürlich in der Vergangenheit zurückblicken und einmal schauen, was die Trolle hier eigentlich gemacht haben, aber naja, das wäre wohl etwas müßig, denn hier wirklich viele. Gehen wir einmal davon aus, dass es wirklich uns bestimmt ist, das Mittelreich oder so etwas zu retten, also dem Kaiserstern zu folgen, jemandem, der oder die das Kaiserreich retten könnte. Und wenn wir nun davon ausgehen, dass unser Pendel uns in die richtige Richtung führt, dann müssten wir das irgendwo jenseits von Wehrheim finden. Denn es zeigt so an Wehrheim vorbei. Seht ihr hier in nordöstliche Richtung? Ja, also die einfachste Interpretation des Ganzen wäre tatsächlich, wir müssen die versteckte Kaiserin finden, um den Frieden zurückzubringen und das Land vor Drache und Tod zu retten. Also suchen wir praktisch vom Raben aus gesehen hinter Selindian, hinter dem Drachen, hinter dem Kaiserdrachen, hinter der Gans, also den Rabenmunds, irgendwo den Kaiser. Ja. Ich glaube, dann machen wir das. Wer ist dieser Kaiser? Das ist ein seltsamer Name. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen ihn einfach nur finden. Ist ein Titel. In der Hoffnung, dass es vorher ist. Sowas wie ein Häuptlingself? Habt ihr sowas? Ein Häuptlingself? Jemand, einen Sippensprecher? Genau, der Hauptelf. Der Chef, der sagt, was du machst. Ein Sprecher für alle Sippen, praktisch. Wie konntet ihr ihn verlieren? Das passiert den Mittelreichern überraschend oft. Ja, was redet ihr denn da? Es gab diese riesige Schlacht, Vendarion. Davon habt ihr doch sicherlich etwas mitbekommen. Natürlich. Ja, nun, dann wisst ihr ja wohl auch, dass dort sehr viele Leute gestorben sind. Und noch viel mehr vermisst gegangen sind. Und unter anderem eben auch die zukünftige Kaiserin. Aber dies ist doch länger her, als so ein Mensch gewöhnlich lebt, dachte ich. Ihr meint wahrscheinlich die falsche Schlacht. Wir meinen die Schlacht vor Wehrheim oder von Wehrheim. Moment, welche Schlacht meint ihr? Bei Salyet. Das sagt mir jetzt nichts, aber das ist bestimmt wieder 8000 Jahre oder so her, richtig? Boltax, würde sich dieser Steinkreis darüber aufregen, wenn ich hier ein Feuer mache, um uns einen Tee zu kochen? Ich habe das dringende Bedürfnis, mich kurz abzuwenden und einer ruhigen Beschäftigung nachzugehen. Nun, ich denke, wir sind hier in elementarer Harmonie. Etwas Feuer wird der Steinkreis sicherlich verkraften. Danke. Wenn ihr mich kurz entschuldigen wollt. Was ist dieses Salyet? Ein Ort. Nicht so wichtig. Warum? Vor wie vielen Monaten war es denn, diese Schlacht, die ihr angesprochen habt, Vendarion? Sie ist länger her, als ich lebe. Dann ist es nicht die Schlacht, die wir meinen. Sehr hilfreich. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt um das, was dieses Steindings hier sagt. Wir suchen den Kaiser mit dem Medaillon. Richtig. Oder? Wenn wir diesen Kaiser gefunden haben, hilft er uns, den Drachen zu vertreiben. Ja. Finde ich gut. Machen wir so. Nun, eine wichtige Frage noch. Warum haben wir dem Reichsgroßgeheimrat eigentlich nichts von dem Pendel erzählt oder dem, was wir in Romulus noch erfahren? Weil der Reichsgroßgeheimrat gerade ziemlich einen an der Flanke hat. Und wir ja nicht unbedingt ihm falsche Hoffnung machen wollen und außerdem, nun, es ist besser, Geheimnisse für uns zu bewahren. Ja, und also, die Dokumente, die wir in Romulus bekommen haben, beziehungsweise die Kiaras in Romulus bekommen hat, die haben ja was vom, ich glaube, alten Reichsgroßgeheimrat. Wäre das nicht gut, das dem Neuen auch gleich zu zeigen?
Ja, theoretisch schon. Aber ich glaube, das ganze Geheimratzeug hat sich ja dann für gewöhnlich beschäftigt und nun, der hat uns ja ein wenig zurückgelassen. Ich denke, wollte mich als Alan Farner nie wirklich an die ganzen Geheimnisse heranlassen, versteht ihr? Das ist ein Sau. Aber ja. Nur weil ich sie ein- oder zweimal die Geheimnisse nach Hause geschickt habe, also wirklich. Man teilt mit der Heimat. Ein- oder zweimal von zweimal? Nun, er war unvorsichtig genug, mich damals auf der Gezeitenspinne an die Seekarten heranzulassen. Seht hier? Jetzt wisst ihr, warum ihr nicht in bestimmte Geheimnisse eingeweiht werdet, genau wie ich. Also wirklich. Also ich wäre zum Beispiel eine... Wenn sie geheim waren, dann hätte er sie einfach verstecken sollen. Zum Beispiel wäre eine höchst vertrauenswürdige Person. Die Zwerge haben eh keine Verwendung für eure Geheimnisse, also würde ich sie auch nicht nach Hause schicken. Außer... Das ist ganz furchtbar dich nett von dir, Boltax, aber können wir uns auf unsere aktuellen Probleme konzentrieren, bitte? Eisendrache und so? Wie wollen wir Wehrheim umgehen? Östlich, westlich? Mit seiner komischen Sumo-Brücke. Wenn ihr zu der Brücke wollt, ist sie auf jeden Fall flussabwärts. Dann machen wir das. Oder hat irgendjemand eine andere Idee, wie wir da rüberkommen? Weil ich habe keine. Könnt ihr etwas genauer sein? Wie weit ist sie von Wehrheim entfernt? Vielleicht ein oder zwei Märsche? Für euch vielleicht mehr. Also etwa 3 Tagesmärsche? So wie die Menschen laufen? Oder die Zwerge? Ja, höchstens. Vielleicht weniger. Klingt doch gut. Dann lass uns hier rasten. Ja. Das ist ein wirklich schöner Fleck zum Rasten. Aha. Nun, hier sehen wir wenigstens Farbe. Und noch ein Positivum, ich sehe wenig Nebel, also hoffentlich werden diese komischen Spinnen uns nicht mehr, naja, ihr wisst schon, in die Irre führen. Was meint ihr, Boltax, wie sicher ist dieser Ort, abgeschirmt von dämonischen Einflüssen? Sicherer als jeder andere Ort in der näheren Umgebung. Vielleicht ist dann das genau der richtige Ort, um ein wenig zu meditieren. Das weiß ich nicht. Wartet. Welche Brücke genau meint ihr? Ferkel? Da, Fluss. Groß. Sehr breit. Meint ihr die nah an der Stadt ist oder die weit fort ist? Das ist mir vollkommen egal, welche du hast. Oh, nun gut, die ist vielleicht... einige Wegminuten in diese Richtung? Ich erwürge den Elf noch irgendwann mal. Ihr sagt doch etwas von dieser Ruhe. Vielleicht ein Fallschuss weit. Ein Fallschuss von euch oder von normalen Menschen? Weil das ist ein großer Unterschied. Wie weit könnt ihr denn schießen? 200 Meter maximal? Ist das richtig? Ich weiß nicht, wie weit das ist. 100 mal eure Körpergröße. Ah, nein, weiter. Danke, aber mir danke. Ich lehne mich mal zu dem nächstbesten Iserum-Boltags irgendwie mal runter. Menschen können nur so weit schießen. Menschen können weiter schießen als Zwerge, wisst ihr. Wollen wir trotzdem hier noch rasten, bevor wir über die Brücke gehen? Ja, wir wollen trotzdem hier rasten. Das ist ja eine gute Idee. Können wir gerne so machen. Ja, Boltax, dir ist auf alle Fälle noch aufgefallen, dass an den 6 großen Steinen, die 6 Meter hoch ragen, Pflanzenteile liegen. Und die wirken wohl auch ausgewählt. Die sind hier nicht gewachsen, sondern wurden hier geopfert. Ja, dann würde ich mir die Pflanzen natürlich mal näher anschauen, um welche es sich da handelt. Ob es eventuell den Elementen zuzuordnende Pflanzen sind. Ja, kannst du gerne mal eine Pflanzenkunde würfeln. Ja. Also... Darf ich noch eine Magiekunde-Probe mit der Spezialisierung Elementarismus? Na gut, aber nur die Hälfte der Punkte. Ja, denn also, das ist eigentlich eine Pflanzenkunde-Probe. Ja, ich weiß. Wenn du zu geizig für einen Schicksalspunkt bist.
Man weiß ja nicht, was noch kommt. So. Dann. Also es liegt ein Eichenblatt auf dem Stein und eine Eichel auf dem anderen und das sind alles vorhandene Pflanzen, die hier in dieser Gegend zwar vorkommen, aber die doch recht selten sind. So, und dann hast du nochmal eine Magiekundeprobe. Die Pflanzenteile werden tatsächlich dann in wird bestimmte Wirkungen zugeschrieben. Die meisten davon sind heilsam, einige sind giftig, aber sie haben alle eben eine besondere Wirkung. Und sie sind seit unterschiedlich langer Zeit hier, also einige erst seit einigen Tagen, andere sicherlich schon mehrere Wochen, die dann hier liegen. Werden aber wohl regelmäßig erneuert und ja, sie sind den Elementen zugeordnet. Auch dem Element Eis. Oh. Dann würde ich mir die Pflanzen und auch die entsprechenden großen Monolithen mal genauer anschauen, mich auch mit deren Aura vertraut machen. Mal über jeden Stein rüberstreichen, über den, der das Element Erz verkörpert, vielleicht ein bisschen länger. Bei dem, der das Element Humus verkörpert, würde ich nochmal gucken, ob ich eventuell noch was dazulegen kann, also irgendeinen Halbedelstein aus meiner Tasche rauskramen und dazu betten, der dem Element ebenfalls zugeordnet ist, um meine Verbundenheit mit dem Dienst des Elementars auszudrücken. Ja, Kyaros, du kannst dich hier auch hinsetzen und meditieren. Wie würdest du das denn gerne machen? Ja, ich setze mich zu Isarun ans Feuer, hole eine kleine Schatulle aus meinem Gepäck heraus und ziehe daraus eine Zigarre heraus, entzünde die und nehme einen Zug mit schönem Innenblatt. Ja, Meditation für Eiergeweihte funktioniert sogar. Auf einen Zug, Isarun? Nein, danke. Ich glaube, das schmeckt nicht zusammen mit meinem Tee hier. Aber ganz im Gegenteil, das schmeckt wunderbar mit Tee. Wirklich? Ja, natürlich. Aber ich habe gar keine Schmerzen. Ich habe... Habt ihr denn Schmerzen? Das ist für die Nerven, nicht für den Körper. Ja, also ich musste das ja schon einmal nehmen nach der Schlacht, also der großen dritten Dämonenschlacht. Ach, probiert es einfach. Es ist für die Harmonie und nicht für Schmerzen. Aber die Boron-Geweihten haben gesagt, nur wenn man große Schmerzen hat, soll man das nehmen. Und eigentlich Nein. Die Raya-Kirche sagt, man soll es nehmen, wenn man sich im Einklang mit der Göttin fühlen soll. Na gut, also wenn das hier auch so ein harmonischer Ort ist und so, dann wird das ja wohl nicht schaden. Sagt man hier dann auch dieses Sumo-Zeug wieder? Wahrscheinlich schon, oder?